Die zentrale Frage, also die als Ursache aller Philosophie gelten kann und die so unlösbar erscheint, weshalb sie erst recht so viel Fragen erzeugt hat. Was ist das eigentlich, das da sich so anfühlt, als ob man es selber sei, das da da sei und existent sei, wenigstens in bestimmten Momenten. Und selbst dann, wenn es einem gelingt, in die wärmende Eischale, in den Cocon zurückzukehren, von diesem Behältnis mit verschiedenen tubulären Systemen sagen kann, dass es zwar fast vollständig seine Selbstverfügbarkeit zu erlangen vermag, wenigstens fühlt es sich so an, aber eben nicht ganz, sondern es dabei immer eines letzten Restes noch bedürfte, um das sich selbst vergegenwärtigen, sich selbst bemächtigen, sich selbst erfüllen zu machen, vermöchte. Aber das kann es nicht, seitdem der Omphalos aus jenem anderen Weltenei, dessen Schale zerbrochen ist, durchschnitten wurde und er sich zu einem Knoten verhedderte, an dem kein Interface mehr andocken kann, sodass dieses andere Verlorene als Außen ins Äußere Hinausgeworfene dort wiedergefunden werden soll und muss, obwohl es niemals vollständig erreicht werden kann, sondern nur umkreist, aber es umso mehr in diesen elliptischen, gar nicht vollkommenen Bahnen umtorkelt wird, umso mehr es sich entzieht, immer wieder entziehen wird, immer wieder entfliehen wird, eben deshalb erst recht immer wieder die Zirkel gezogen werden des Gilgamesch auf seiner Reise zum Kraut der Unsterblichkeit. Also die erste aller Fragen, warum ist überhaupt etwas und es wäre doch besser gewesen, dass nicht nichts geblieben wäre, wenn es doch wieder ins Nichts, in die Leere zurückfinden muss und keinerlei Antwort auf das Warum, das Woher und Wozu ins Sein gekommen sein und noch weniger Antwort auf die Frage des wieder Verrecken, Verschwindens, ausgelöscht, getilgt, ungeschehen gemacht werdens erfolgt. Ach, wie interessant es auch ist, wie lange man um den heißen Brei herum redet, bis man endlich einmal dazu kommt, von der Zeit dieses immer wieder neu begreifen wollens endlich zum Schließen, zum Abschluss, zum endgültigen Schluss zu kommen. Schluss damit. Aber das ist nicht in einer kontinuierlichen Umkreisungsbewegung zu erreichen. Das geht nur mit einem Hüpfer, einem Salto mortale rückwärts, einem Sprung ins
eiskalte Wasser einer Metapher und nicht einer metonymischen Kette. Mal sehen, ob wir heute den Sprung tun.